Ein Film über einen Hahn, der Wasser lässt. Aber das Wesentliche fehlt noch. Jetzt gibt es Arbeit für den Münchner Amadeus Bodis. Als einer der etwa 20 Geräuschemacher in Deutschland sorgt er für den guten Ton im Film. Man kann beim Film das Bild weglassen, wird die Handlung noch mitkriegen. Aber wenn man Ton weglässt, dann wird man sich schwer tun, dem Film zu folgen. In seinem Studio herrscht Geräuschekönig Amadeus über ein buntes Durcheinander aus Klüngel aller Art und überall Schuhe für das wichtigste aller menschlichen Geräusche. Wenn jemand zum Beispiel die Treppe runterkommt, dann nehmen wir den wahr, bevor wir ihn sehen. Es sind hauptsächlich Schritte und Bewegungen und natürlich alles, was handlungsrelevante Geschichten sind. Zum Beispiel, wenn sich jemand rasiert oder die Haare kämmt. Und da kommt es dann manchmal auf Kleinigkeiten an. Wäre es nicht viel einfacher und auch etwas moderner, Geräusche aus einem Soundarchiv zu holen, Majestät? Also nur mal ein Beispiel. Irgendjemand saugt mit einem Tischstaubsauger Guano-Dünger aus dem Bett raus, ja, und da will man natürlich diese Kügelchen dann hören, solche Kleinigkeiten. Und da suchen Sie das bitte mal im Archiv. Ja, so mache ich beispielsweise ein Pferd. Auf Asphalt. Auf Kies. Oder auf weichen Boden. Und das ist, Augen bitte schließen, ein Spiegelei in der Pfanne. Mit Kontrollblick auf die Leinwand bringt König Amadeus endlich auch das Plätschern in unseren Wasserfilm. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man manchmal ein Geräusch ganz anders erzeugt, als es in Wirklichkeit passiert.